Hallo, ich möchte euch heute mein Olibi 2 und CAN Bus Scan Tool vorstellen von Convey. Das KW 850 nennt sich das. Kostet bei Amazon so um die, sag ich mal, 60 Euro und ist eine Art, ja, Diagnosegerät für eben die Olibi 2 und CAN Bus Schnittstelle am Auto. Und soll halt eben neuere Fahrzeuge ab 1996 unterstützen. Und ja, ist also sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Es handelt sich eins hier, das ist auch dem Preis natürlich geschuldet, um ein Motordiagnosegerät. Das heißt, andere Systeme wie ABS und solche Dinge, die werden hier nicht ausgelesen und unterstützt. Da muss man halt schon deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Allerdings für den Motor und auch die Batterie ist es sehr gut geeignet. Wir packen das jetzt einfach erstmal aus und schauen uns an, was wir hier im Lieferumfang haben. Wie man sieht, wird das Gerät in einer schönen, praktischen Tasche geliefert. So hat man es halt wirklich immer gut auch im Griff und kann es eben bei Bedarf dann aus dieser Tasche nehmen, die hier mit einem Reißverschluss gesichert ist. Und ja, hier einmal das Diagnosegerät, wie wir sehen. Ist recht leicht und kompakt, wird über die Schnittstelle mit Strom versorgt, hier auch über die USB-Schnittstelle genauso. Also man muss nicht die USB-Schnittstelle anschließen, um das Gerät betreiben zu können. Hier ist eben die Stromversorgung dann über den ODB-Port gesichert. Der USB-Port, der dient dazu, um ein Update durchzuführen. Auf der Herstellerwebseite kann man über einen PC ganz einfach ein Update durchführen. Das werde ich euch auch noch zeigen, um eben das Gerät immer auf den neuesten Stand zu bringen, damit es halt eben auch mit den neuesten Fahrzeugmodellen kompatibel ist. Der Hersteller verspricht lebenslange Updates. Das wollen wir mal noch sehen, ob das so lange dann auch wirklich unterstützt wird. Aber im Endeffekt jetzt erstmal die Aussage, die da steht. Hier ist ein Handbuch dabei und das interessanterweise auch in deutscher Sprache. Und ich habe da schon ein paar Sätze mir so angeschaut und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut erklärt. Also man könnte jetzt gar nicht meinen, dass das so mit Google übersetzt worden ist, sondern ich gehe wirklich davon aus, dass hier jemand mit Deutschkenntnissen die Übersetzung gemacht hat, weil man kann es echt gut und flüssig lesen und es hilft einem auch wirklich hier bei der Bedienung des Geräts. Und ich denke, es ist auch wichtig, weil so ein Diagnosegerät ist ja doch schon, sage ich mal, für jemanden, der jetzt nicht so gut sich auskennt oder kein Kfz-Mechatroniker ist, vielleicht nicht so einfach zu bedienen, und da hilft die Anleitung schon sehr. Dann natürlich haben wir hier den USB, das USB-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss, das dient halt eben dazu, um das Firmware-Update durchzuführen oder halt eben auch, wenn man möchte, das Gerät mal einzuschalten, ohne dass es eben an der Schnittstelle hängt. Und hier, das ist jetzt das Anschlusskabel für die ODB2-Schnittstelle im Auto, wie man sieht, hier der genormte Stecker und hier ja der einem seriellen Anschluss ähnelnden Steckerchen hier für den Anschluss an das Gerät wird halt hier eingesteckt und dann im Auto, das zeige ich dann auch nachher nochmal kurz. Können wir das Gerät einschalten, dass wir überhaupt so mal ein gewisses Look and Feel bekommen. Natürlich können wir dann keine Analysen mitmachen, weil das Auto ist ja nicht angeschlossen. Ja, dazu brauchen wir dann hier das Kabel. Das mache ich jetzt einfach mal ab, stecke das in eine USB-Powerbank und sobald man das dann hier in dem Gerät einstecken, wird es auch schon einschalten. Man sieht hier, das Gerät startet an der Stelle. So, und haben hier schon einen kleinen Einblick in das Display. Und da gibt es eben hier, wie gesagt, auch verschiedene Tasten, LEDs, hier so ein Fault-Code-LED, das zeigt halt an, wenn Fehlercodes im Auto vorhanden sind. Man kann hier über die IM-Taste so eine Art Status-Report abrufen. Hier sind auch nochmal Codes und deren Erklärung, so eine Art Datenbank enthalten. Und es gibt eine Batterieprüffunktion, das ist normal bei den billigen Geräten gar nicht mal unbedingt so ein Standard, wo man dann halt auch gucken kann, ja, das kann man jetzt zum Beispiel ausprobieren, ne? Die Batterie in dem Sinne prüfen, weil jetzt prüft er die Batterie meiner Powerbank und sagt, hier, ich habe 4,8 Volt, im Auto würde halt dann tatsächlich mehr anzeigen, da haben wir ja dann eine ganz andere Batteriespannung. Ja, nur mal so als Beispiel einfach, das letzten Endes zu zeigen, das muss man auch mal gucken, mit Escape kommen wir wieder zurück ins Display, da haben wir hier die Hilfefunktion, hier kann man halt eben über das Tool selber sich Hilfeinformationen anzeigen, was für eine Version dieses Scan-Tool hat. Man kann hier reinschauen, würde man dann halt sehen, was ist ODB, so eine Art Erklärung, ja,
wo halt eben die ODB-Schnittstelle hier so, ja, über einen Wikipedia-Artikel, sage ich mal, erklärt wird. Das ist dazu. Und hier eben, da sind so verschiedene Codes erklärt, ja. Das kann man dann hier schauen, wenn man zum Beispiel hier reingeht, MAF, und dann sagt er hier, Luftmasse zeigt die Masse der motoreintretenden Luft ein von 0 bis 86 von pro Minute. Also das wird also hier auch dann erklärt. Ja, das muss man nicht extra nochmal eine Datenbank dabei haben, sondern das zeigt einem gleich hier an in der integrierten Datenbank, was die einzelnen Codes bedeuten. Druckdaten, ja gut, das ist die Frage, wie man hier was druckt, kann ich jetzt so noch nicht wirklich sagen. Hier in den Einstellungen, da habe ich jetzt vorhin schon eingestellt, die Sprache, ne, kann man so verschiedene einstellen. Hier ist halt eben Deutsch eingestellt. Dann kann man die Maßeinheiten hier einstellen, entsprechend hier zum Beispiel Geschwindigkeit, entweder in Kilometer oder eben in Miles per Hour. Ja, das ist also, hier habe ich schon alles auf deutsche Werte umgestellt. Ja, ist auch wichtig. Kann den Beep abschalten und hier nochmal ein Gerät-Selbsttest machen. Ja, das schenken wir uns jetzt aber. Historie suchen, ich denke mal, das wird halt dafür geeignet sein, um, wenn man eben Fehlercodes hatte, um sich die Historie der angezeigten oder der ermittelten Fehlercodes anzeigen zu lassen. Sehen wir dann vielleicht nachher im Praxiseinsatz, sofern es Fehlercodes gibt. Hier kann man auch wieder Codes nachsehen, da gibt man einen Code ein, ja, und würde dann für den Code hier zum Beispiel eine Bedeutung bekommen. Ja, also das geht auch mit dem Gerät. Und jetzt hier an der Stelle, da würde ich jetzt die Diagnose machen. Jetzt macht er natürlich eine Diagnose auf dem auf meiner Powerbank. Ja, ist natürlich wenig aussagekräftig, aber wir schauen einfach mal, nur mal zum Spaß, was er mit sowas anfängt. Ja, hat einen Kommunikationsfehler gehabt. Powerbank geht natürlich nicht. Und wie gesagt, sobald wir es hier ausstecken, geht das Gerät auch wieder aus. Jetzt machen wir aber erstmal ein Update und dann schauen wir mal, wie sich das im Auto in der Praxis schlägt, ob überhaupt in meinem Auto, in meinem BMW, den ich testen will, Fehlercodes vorhanden sind. So, jetzt führen wir das Update durch. Das sollte man eigentlich immer prüfen, ob das aktuelle Update vorhanden ist. Und auf der Seite von Conway.com, ja, sieht man hier, ja, Conway.com, da gibt es dann im Support-Bereich hier ein Update für das Kentool ODB 2.1 Conway KW850 in der Version 1.8. Ja, und das laden wir jetzt erstmal runter. Dann haben wir eine RAR-Datei, WinRAR, die entpacken wir dann hier und dann ergibt sich eben hier dann die Uplink.exe mit 1,7 MB, die wir dann halt eben für das Update brauchen später. Man sieht auch, die ist recht aktuell, nämlich vom 28.01.2017. Ja, ich denke mal, wenn das Gerät vorher produziert worden ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das einzuspielen, wenn es eben noch nicht drauf ist. Und ja, das werden wir jetzt im nächsten Schritt tun. So, hier ist die Update-Software gestartet. Und wenn das der Fall ist, dann muss man hier nochmal das Gerät verbinden per USB. Ja, ich stecke es jetzt nur so halb rein. Und dann drücken wir eine Taste, irgendeine beliebige und schalten es ein. Dann geht es wieder beim Starten in den Update-Modus. Hat funktioniert. Und prüfen jetzt hier nach Updates. Und jetzt sucht die Software nach dem aktuellen Update. Tut es gerade auch, indem sie was runterlädt. Und uns steht übrigens auch schon Burning ROM. Kann man hier sehen im Display, ja, er brennt jetzt gerade das neue ROM. Es geht auch relativ flott. Oder auch nicht, jetzt dauert es noch ein bisschen länger. Das müssen wir jetzt mal abwarten, bis es durchgelaufen ist. Wichtig ist eben nochmal die Reihenfolge, ne? Man lädt also erstmal die Software aus dem Netz. Diese Update-Exe, installiert die Update-Exe und startet die Anwendung, die Uplink-Anwendung. Und wenn man das gemacht hat, dann erst schließt man das Scan-Tool an PC per USB an, indem man eine Taste gedrückt hält, während man es anschließt, damit es in Update-Modus geht. Und dann drückt man hier auf Check Update und nur dann funktioniert es in der Reihenfolge. Ja, das Update war erfolgreich.
Wie man hier sieht, das Gerät hat auch wieder gestartet. Ja, und jetzt können wir das einfach mal dann im Auto ausprobieren und mal so gucken, wie das funktioniert, ob es vernünftige, plausible Werte anzeigt, man damit überhaupt was anfangen kann. Und vor allen Dingen, ob man Fehlerspeicher irgendwas anzeigt. Das interessiert mich natürlich schon mal sehr. So, ich habe das Gerät jetzt an die ODB-2-Buchse, beziehungsweise den CAN-Bus, der meines Autos angeschlossen. Jetzt gehen wir einfach mal so ein paar Sachen uns anschauen, schauen mal ein paar Sachen uns durch. Einmal Batteriecheck. Da sehen wir jetzt hier mit 12,4 Volt und einer grünen Anzeige scheint die Batterie in Ordnung zu sein. Jetzt starten wir den Motor. Muss mal die Kupplung treten. Jetzt sollte eigentlich die Batteriespannung steigen. Ja. Das dauert jetzt einen Moment. Aber man sieht, die wird jetzt geladen. Der Motor fängt jetzt an, die Batterie aufzuladen, beziehungsweise die Lichtmaschine. Macht jetzt ihren Job, und jetzt sind wir bei 14,7 4 Volt, das stimmt alles. Jetzt machen wir mal so einen Check, ja, so eine Art, ja, diese IM-Taste drückt man dazu, die macht dann so einen Komplett-Check vom System. So, und jetzt sehen wir hier, hat er verschiedene Sachen durchgeprüft, ja, die er kann. Drei Sachen konnte er nicht machen, das sind diese schwarz markierten, alle anderen Sachen sind grün. Und damit also vermutlich auch keine Fehlercodes da. Werden wir auch sehen, wenn wir jetzt also hier in der Historie schauen. Ja, wenn er jetzt Fehlercodes gefunden hätte, würde er hier welche anzeigen. Hat aber keine gesehen. Ja, das ist das schon mal dazu. Man könnte jetzt hier auch die Fehlercodes löschen, wenn denn welche da wären. Ja, dann könnte man jetzt einfach mal so eine Diagnose Tool hier reingehen und jetzt kann man Diagnose machen. Jetzt sieht man also auch hier tatsächlich eine Bereitschaft, die sich unterstützt. Das waren die drei, die wir vorhin sahen, und die sieben, die abgeschlossen sind, waren die grünen, und hier oben Fehlercodes in diesem Steuergerät halt eben keine. Schade oder auch nicht schade. Hier unten sieht man es auch anhand der LED. Diese grüne zeigt ja auch an, dass kein Fehlercode da ist. Im Diagnosemenü gibt es halt die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu prüfen, Fehlercodes zu löschen. Geht man hier in den Datensatz rein. Da kann man sich verschiedene Items auswählen, verschiedene Datensätze, und die halt eben hier zum Beispiel sich anzeigen lassen, die Temperatur, der Motorkühlflüssigkeit oder Kraftstoffregelung. Man kann natürlich auch hergehen und kann sagen, mal, schaut euch einfach mal alle Items an. Das wäre hier an der Stelle. Und dann kann man sozusagen live sehen, wie sich verschiedene Sachen hier verändern, zum Beispiel die Temperatur der Motor. Flüssigkeit, ja, wenn ich ein bisschen Gas gebe, sieht man sofort, auch hier ändern sich einige Sachen, ja, sieht man auch schon, die Motor, der Temperatur der Motor, Kühlflüssigkeit steigt jetzt dann halt eben auch, wenn man Gas gibt, den Saugrohrdruck, also viele Sachen sagen mir halt auch nicht, ich bin ja jetzt ja nur wirklich kein Autoexperte, aber die Motordrehzahl hier zum Beispiel, ja, die kann man so auch hier nachlesen, die Geschwindigkeit, Zündzeitpunkt, was haben wir noch alles für Geräte? Oder noch alles für Werte? Ja, die einem was sagen oder nicht sagen. Zeit seit dem Motorstart, Wegstrecke, Drehdruck. Ja, das sind alles wirklich auch Sachen, die wirklich für den Experten, denke ich, eher wichtig sind. Ah, hier ist zum Beispiel Wegstrecke seit dem Löschen der Fehlercodes. 23.056 Kilometer. Das heißt, bei einem welchem Kilometerstand der dann gelöscht wurde, kann man also auch erkennen. Heißt aber auch letzten Endes, dass seit 23.056 Kilometer keine Fehlercodes aufgetreten sind, würde ich jetzt daraus schließen. Ja, hab den ja mal gebraucht gekauft hier, das ist gut zu wissen. Spannungssteuergerät, absoluter Lastwert, ja, sagt jetzt auch nicht wirklich viel. Außentemperatur, das stimmt auch mit der Außentemperaturanzeige ist gar nicht mal überein. Die zeigt nämlich 5,5 Grad an. Gaspedalstellung, klar, dass die sich ändert, wenn man aufs Gas drückt, und Befehlssteuerung und so weiter, Kraftstoffart, Gas, das ist natürlich ein bisschen komisch, ne? Scheuer Benzin, wie er da drauf kommt, aber insgesamt werden hier Werte angezeigt, die für den Laien vielleicht nicht unbedingt eine Bedeutung haben, aber jetzt für den Techniker vielleicht eher, ja. Mir geht es eher darum, damit halt rauszufinden, wenn ein Fehlercode da ist, anhand des Fehlercodes zumindest rauszufinden, was ist kaputt an dem Auto, ja, um mich dann vielleicht nicht von der Werkstatt übers Ohr hauen zu lassen, wenn die was an dem Auto macht, mir irgendwas erzählt von Fehlercodes, die gar nicht dann da sind. Drückt man hier OK, dann
hat man nochmal die Möglichkeit, hier über Datensatz zu gehen und hier grafische Items ansehen. Das ist auch nochmal interessant. Dann bekommt man nämlich hier von verschiedenen Dingen grafische Übersichten. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Zum Beispiel hier die Temperatur der Motorflüssigkeit kann man dann hier auswählen. So mal als Beispiel. Ja, ich glaube, es gibt auch nur die drei, wie es aussieht. Genau. Dann gehen wir nach rechts. Vielleicht noch die Motordrehzahl dazu. Was haben wir noch? Und noch vielleicht noch, ja, die zwei reichen vielleicht auch schon. Geht dann hier mit der rechten Taste einmal durch. Wie gesagt, gibt es noch verschiedene Sachen, die man sich anzeigen lassen kann, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Und dann, wenn wir das gemacht haben, drücken wir die Escape-Taste und dann bekommen wir diese Items hier angezeigt. Das heißt, wir sehen einmal hier die Motortemperatur und die Drehzahl. Ja, in dem Diagramm. Also das ist halt das, was mir als Laien noch ein Begriff ist. Ich denke, viele andere Sachen würden einem Experten dann sicher auch einen Aufschluss darüber geben. Und das sieht man, wenn man hier das Gas gibt, ja, es geht die Drehzahl auch hoch. Das sieht man hier 2500 und die Motortemperatur steigt halt. Also so kann man eben, wie gesagt, hier sich verschiedene Werte auch anzeigen lassen und die eben auch über einen längeren Zeitraum grafisch überwachen. Das finde ich auch nochmal ganz praktisch. Ja. So, Motor aus. Ins Menü zurück. Also ich muss sagen, in Summe bin ich mit dem Gerät hier sehr zufrieden. Ja, das ist mit 60 Euro relativ günstig und man kann so als Laie damit ganz gut umgehen, sich so die gängigen Werte anschauen, Fehlercodes eventuell löschen, wenn es nicht wichtige Dinge sind, ja, was normalerweise in der Werkstatt ja immer noch mal schnell 30, 40 Euro kostet, wenn man sich auch wirklich sicher ist, dass der Fehlercode auch nicht gebraucht wird. Und so kann ein Laie damit was anfangen, der sich nicht so ganz gut auskennt, aber ein Experte natürlich auch, so ein Werkstattmeister oder ein Mechatroniker kann mit dem Gerät natürlich hier viel, viel mehr anfangen. Er kann also da wirklich eine Diagnose an dem Motorsteuergerät mit durchführen, längere Analysen über diese grafische Darstellung machen. Und wie gesagt, mit dem Gerät ist das alles auch relativ einfach. Und wie gesagt, als Laie vielleicht kann man dann auch, wenn man einen Fehlercode hat, über die Hilfefunktion sich auch zumindest teilweise darüber ein bisschen informieren. Ja, zum Beispiel eine defekte SIM-Kürze vielleicht herausfinden. Das würde man auch wahrscheinlich hiermit relativ schnell rauskriegen, wenn ein Zylinder dann Sicken macht und Fehlzündungen hat, würde man das schnell finden und wüsste halt dann zum Beispiel, ich müsste die SIM-Kerzen tauschen oder ich tausche die SIM-Kerzen auf Verdacht und schau mal, was dann aussieht, wie es dann aussieht. Also in dem Sinne auf jeden Fall ein nützliches Gerät. Für den Preis sehr gut. Die Update-Funktionalität, die ist auch sehr toll. Man kann also hier jederzeit das anpassen mit Updates und an neue Fahrzeugtypen sozusagen dann anpassen. Ich habe ein relativ neues Fahrzeug von BMW und da scheint es also auch zu klappen, wie man hier sieht. Und auch die Oberfläche sieht toll aus hier, also die grafische Oberfläche. Und für 60 Euro gerade mal finde ich das ein super Preis eigentlich und auch relativ vorteilhaft. Es ist alles dabei eine gute Anleitung. Man hat nicht den Stress mit dem Smartphone. Da ist es immer schwierig. Da muss man das Smartphone über einen Adapter anschließen mit einer speziellen Software. Hier ist es aus meiner Sicht relativ einfach. Da hat man einfach ein relativ gut zu bedienendes Gerät, wo man schnell sieht, was Sache ist. Also ich kann den Kauf auf jeden Fall empfehlen. Hoffe, dass euch meine kleine Review gefallen hat und freue mich, wenn ich euch bei einer meiner nächsten Bewertungen auf meinem YouTube-Kanal wiedersehe. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.